Hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Du hast also diesen Bereich gehackt. Eindringling, hier kommt niemand vorbei, solange ich hier patrouilliere. Dieses Digimon scheint den Fehler zu verursachen. Warum soll ich auf einen Eindringling hören? Ich bin doch der Torwächter. Ich verhindere jeglichen unautorisierten Zugriff. Alle verdächtigen Personen müssen ausgemerzt werden. Okay. Du warst schon voll. Just saying. Das war eine weise Wahl, wenn er so wenig Energie verliert. So, wir nutzen die Gelegenheit und holen mal unser effektives Team raus. Meanwhile ist Gift das Stärkste, was wir haben, natürlich. Warum sollte es das auch nicht sein? Absolute Stille für eine Windattacke finde ich auch irgendwie eine interessante Übersetzung. Ich frage mich, was das im Original war. Das hat vorhin schon gut funktioniert, die Kombo. Das machen wir einfach nochmal. Das sollte reichen. Ja. Tut es. Ah, du bist so stark. Was, du bist kein Eindringling? Du wurdest von der Polizei geschickt? Lügner. Warum hast du dann diesen Bereich gehackt? Der Sicherheitswall funktioniert nicht richtig. Du bist hier, um die Ursache zu finden und zu beheben? Das ist unmöglich, der funktioniert perfekt. Kein einziges Profil oder Programm wurde durchgelassen. So soll er nicht funktionieren? Diejenigen mit Zugriffsrechten werden angegriffen? Ich verstehe, aber warum ist das geschehen? Was? Mangelnde Kompatibilität mit mir? Ich muss zugeben, dass ich diesen Sicherheitswall vorher noch nie gesehen hatte. Und ich fühlte mich deswegen unbehaglich. Könnte es sein, dass mein Spezialmove Überschallstimme die Sicherheitsdaten beschädigt hat? Ich scheine echt Probleme gemacht zu haben. Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ich wollte doch nur diesen Ort schützen. Nein, ich sollte mich nicht rausreden. Soll ich Matayoshi bitten, dich zu versetzen? Würdest du das wirklich tun? Ja, bitte. Ich habe die Situation von hier aus im Auge behalten. Du bist ein Gryphonmon, nicht wahr? Interessant. Wir brauchen fähige Wachmänner wie dich mit einem ausgeprägten Pflichtgefühl. Du meinst doch nicht etwa... Ich meine, dass du für mich arbeiten sollst. Du bist genau das, wonach ich gesucht habe. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast gute Arbeit geleistet. Dein Honorar werde ich später schicken. Wie lange ich dich beobachtet habe? Unser Server wurde gerade infiltriert. Natürlich musste ich die Sache im Auge behalten. Entspann dich, es ist ja nicht so, als ob ich dir nicht vertraue. Und du hast ja nichts Schlimmes angestellt, oder? Ich verabschiede mich vorerst. Ich kontaktiere dich wieder, wenn etwas anliegt. Gut, dass wir nichts Illegales gemacht haben, als wir hier waren. Würden wir niemals tun. Shakumon ist richtig, du bist fantastisch. Yay, Party.
Wir übernahmen Masked Mates. Alle Fallbahn Saxon, was passiert, wenn wir da sind? Verpass ihnen einen Denkzettel. Okay. Das wird ein Gruppenkampf. Ich hätte gerne einen Freund dabei. Ich habe vergessen, vorher mein Team einzurichten. Jetzt habe ich zwei Virus-Digimon dabei. Das könnte schwierig werden. Oder kann ich nochmal wechseln? Ich kann noch wechseln, okay. Das Ziel ist also, den gegnerischen Anführer zu schlagen, aber Embleme zu übernehmen, gewährt dir einen Vorteil. Erwarte Befehle, Keisuke. Oh, im Kampf verwirrt werden ist ekelhaft. Das finde ich nicht so gut. Niemand wird gerne im Kampf verwirrt. Was? Oh, ist das ekelhaft. Ich kann keine Eingaben machen, Duda, Duda. Das Spiel spielt sich von allein, oh Duda. Babon. Ich habe nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Haben wir gewonnen? Cool. Wir sind einfach zu gut. Wir müssen dringend Embleme kriegen. Du kannst es nicht mit uns aufnehmen. Wir sind unverwundbar und unsterblich. Okay. Warmon. Wenn ihr irgendwann mal fertig seid, euch gegenseitig zu kloppen, wäre es nett, wenn ihr die Gegner angreift. Ne, okay, dann nicht. Muss ja nicht. War ja nur Vorschlag. War ja nur ein Vorschlag. Ist ja gut. Ich werde einfach immer und immer wieder aufstehen. Okay. Ihr seid alle weird. Oh, ich liebe ein nettes Blutbad. Meine kleine Axt und ich kommen doch gern mal bei dir vorbei. Bedroht hat. Ich kann mich auch irren. Vielleicht war das gar nicht so. Wie gut die Kämpfe auch automatisch laufen, ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich öfter meinen Autopiloten einschalten. Für heute sind wir fertig. Bis zu unserer nächsten Spielstunde. Immer noch weird. Gegner 3, wir 2.
Gegner 2, wir 3. Ich habe mal nicht ganz verstanden. Eigentlich soll das doch mit Mehrheit gehen. Aber anscheinend muss man alle haben, damit der Effekt einen nicht betrifft. Oder auch nicht. Ich verstehe es nicht. Wird schon richtig sein. Mushroomon. Du wagst es, unser Revier mit deiner unreinen Seele zu entweihen? Wenn der schwarze Bote ruft, wirst du vernichtet. Was ist mit diesem Team? Ganz ehrlich. Was ist... Nee, okay, wir brauchen doch alle, damit das nicht passiert. Aber was ist bei denen kaputt? Leute, wir haben eine sechstel Chance, jemanden zu treffen. Bei zwei Gegnern ist das zwei Sechstel, das ist ein Drittel quasi. Und trotzdem treffe ich euch lieber selber. Danke, Warmon. Was würden wir denn ohne dich machen? Vermutlich andere Sachen. Meine Seele ist unsterblich. Schön für dich. Ist mir egal. Süßes oder Saures, wenn du nicht abhaust, spielen wir dir einen Streich, der sich gewaschen hat. Ist das ein Versprechen? Oder eine Drohung? Entschuldige, Warmon. Wollte dich nicht watschen. Och, komm schon. Danke. Siehst du Leine, wenn ich dir Süßigkeiten gebe? Nein. Und auch die Süßigkeiten an. Ich guck gleich, was das für eine Nachricht war. Ich hole jetzt erst die Embleme. Machen wir das hier erst zu Ende. So, wer schreibt? Neulich empfahl mir ein Freund das Myotismon der Oper. Gar nicht übel. Ein Digimon-Buch, interessant. Tut mir leid, wenn ich es lesen kann. Das ist ein cooler Text. Mehr solche. Mehr so coole Anekdoten und Wortspiele und so. Der Großteil des Gebiets ist unter der Kontrolle von Hudi. Die Embleme geben uns einen Vorteil gegenüber dem Anführer des anderen Teams. Die Masked Mates nehmen die dunkle Seite Edens an. Wir erschrecken dich so, dass du es nicht so bald vergisst. Und zwei haben natürlich Panik widerstanden. Na klar. Die wären ja auch doof, wenn sie es nicht hätten. Sind wir mal ehrlich. Kirschbombe. Machen erstmal den Kleinen weg. Tauschen dich mal kurz. Klar. Echt. Genau deshalb wollte ich den weg haben. Weil wir jetzt am Ende doch verwirrt sind.
kommt der anscheinend nicht mehr. What? Das ist jetzt nur noch eine Frage der Geduld, das können wir eigentlich nicht verlieren. Aber das reicht schon. So viel Geduld war gar nicht nötig. Ja, du warst nützlich, Yu. Dankeschön. Sieht so eine Niederlage aus? Ich präge mir diesen Schmerz im Herzen ein und werde ihn nie vergessen. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, wenn du mich mitnimmst, oder? Ich hab da so eine Ahnung. Berichte davon. Das haben wir gut gemacht. Halt, nein, ich wollte ins Labor, ich wollte mich heilen. Ich will ehrlich sein, das ist jetzt die 6. Folge, die ich gerade am Stück aufnehme. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr die große Mission anfangen. Wir machen, glaube ich, noch eine Nebenmission vom Brett. Und dann ist erstmal Schluss für heute und beim nächsten Mal starten wir dann direkt mit der Story-Mission wieder. Das muss ich am Ende nochmal wiederholen, weil ich gucke immer rein, was ich zuletzt gemacht habe, damit ich mich erinnere. Und wenn ich das am Ende nochmal sage gleich, dann denken wir da auch dran. Wo war ich stehen geblieben? Du. Nice. Nicht vergessen. Team wegen Typendeckung, Typenabdeckung mitnehmen. Was können wir denn noch machen, wenn einige Missionen da stehen, ne? Zeig es, erteile Lektion, Anti. Greshamons Verlust. Wir machen die Anti-Metal-Greymon-Liga. Die hat 3 Sterne. Das bringt, glaube ich, das meiste. Anti-Metal-Greymon. Das wäre ein Gruppenkampf. Oh. Überraschung. Hätte ja keiner mit gerechnet. Natürlich kommt Yu mit. Und wir baggern weiter an Yuko rum. Damit wir auch da Freundschaftspunkte bekommen. Wir gehen durch. Ich meine, es ist offensichtlich, wir haben keinen anderen Weg, den wir gehen können. Ihr kennt den Drill. Wir wissen beide genau, wie es hier abläuft. Ich wurde hinterhaltet. Ja, Buddy, es tut mir ein bisschen leid für dich. Ist schon arg im Nachteil hier. Power Energie 3. Sammeln.
same, same, alles klar. Ich erkenne ein Muster. Wenn ich da angehe, bringt mir das nichts, wenn ich ihn besiege. Hier allerdings bekomme ich 10 Punkte. Falls ich ihn direkt besiege. Ach, ich habe den falschen dran gehabt. Egal. Egal. Ich dachte, ich hätte Rasoma zuerst. Okay, wir besiegen ihn nicht direkt. Aber es war ein Versuch wert. Metall Greymon kommt zu mir. Das dachte ich mir doch. Power Energie. Gaia Element. Und auf die Fresse. Funktioniert. Was wirst du tun? Rise, Greymon. Interessant. Ich dachte, der läuft vielleicht auf den Zehner, den ich gerade freigemacht habe. Eigentlich sammle ich die Angriffsplus-Dinger nur, damit er sie nicht kriegt. Wir sind physisch super gebufft, ne? Die Frage ist, das hier ist ein magischer Angriff, der 100 macht. Physisch und magisch ist bei Faratova fast gleich auf. Das hier macht aber nur 65 statt 100. Aber wir sind viermal gebufft. Das müsste eigentlich mehr machen. Tut's nicht, okay. Ich weiß halt nicht, wie viel so ein Buff ausmacht. Aber offensichtlich immer weniger, als ich denke. Komm, wir gehen direkt hin und machen's fertig. Ich habe keine Lust mehr, das hier ewig in die Länge zu ziehen. Wir bringen unser eigenes Rise Greymon mit. Letztes Mal war es noch ein Geo Greymon. Erinnert ihr euch? Dreizack Revolver! Im letzten Kapitel war das. Und inzwischen ist es digitiert. Interesting. Und jetzt du. Ein, vier, fünf. Eben war es 265 oder so. Ja, das hätten wir direkt machen sollen. Viel besser. Dann wären wir schon fertig. Wo sollen wir nur hingehen? Buff uns nochmal. Yay!
dieser letzte Buff noch unbedingt sein muss. Oh, Machtsturm 2. Da würde ich schon mal sagen, tauschen wir. Ah, wieder kein Skit. Schade. Aber wir haben die Folge im Kasten. Und wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier mit dem Hauptquest weiter an. Navizahn des Todes von VP Golden Dawn, wer auch immer da sich hinter verbirgt, wir werden es rausfinden. In der nächsten Folge von Digimon Story, Cyber Sleuth, Hacker's Memory. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.